Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 48, dem Antrag der Fraktion Die Linke: Hessen braucht einen gut aufgestellten öffentlichen Gesundheitsdienst, Drucksache 2787 aus 20. Und als erstes hat sich für die Fraktion Die Linke Frau Böhm zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit Corona sieht man besser. Das ist inzwischen ein geflügeltes Wort und gilt für viele Angelegenheiten des Gesundheits-, Sozialwesens, der Wirtschaft und der Bildung. Wer aber vor Corona nicht gesehen hat, dass es dem öffentlichen Gesundheitsdienst schlecht geht, der ist ignorant und will es nicht wissen. Schauen Sie doch einfach einmal in das Gesetz zum öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Hessen. Ich zähle Ihnen jetzt nur in Kurzfassung die Aufgaben auf, die dieser Dienst zu bewältigen hat. Sie haben die gesundheitlichen Gefahren abzuwehren, übertragbare Krankheiten zu bekämpfen, Prävention zu veranlassen, den Ursachen von Gesundheitsgefahren nachzugehen, Einwirkungen aus der Umwelt zu bewerten, Hygiene zu überwachen, Infektionskrankheiten epidemiologisch zu erfassen, Aufsicht und Anerkennung der Berufe des Gesundheitswesens auszuüben, ärztliche Untersuchungen vorzunehmen und Gutachten zu erstellen. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Ihr örtliches Gesundheitsamt und wie dieses alles diese Aufgaben leisten sollen. Lassen Sie uns einmal überlegen, was für ein Kreis von, sagen wir mal, zufällig 275.000 Einwohnern notwendig ist und was das für die Kommune bedeutet. Aktuell müsste dieser Kreis 65 Personen mit der Verfolgung von Kontakten Infizierter und der Überwachung von Quarantänemaßnahmen beschäftigen. Aber da hat das Gesundheitsamt nur eine gesundheitliche Gefahr abgewehrt und nur eine übertragbare Krankheit bekämpft, und das auch nur zu einem Aspekt. Die Kontrolle von Hygienevorschriften in Einrichtungen ist noch nicht dabei. Die Koordinierung der notwendigen Testungen ist noch nicht dabei. Wir haben ja heute Morgen über die Altenheime gesprochen, aber das gilt ja auch für viele andere Testungen, die jetzt nicht zufriedenstellend verlaufen sind. Wenn man hört von Leuten, dass sie 2 Wochen lang, 14 Tage lang warten müssen, bis sie das Ergebnis von ihrem Test bekommen, dann heißt das nicht, dass alles so gut funktioniert und dass alles nur einfach nur in Ordnung ist. Wenn wir hören, dass in Schulen Infektionen auftreten und nicht überall getestet wird und nicht durchgängig getestet wird, dann wissen wir, dass es einfach nicht funktioniert so, wie es heute Morgen wieder gesund gebetet wurde. Jetzt stehen aber auch die Einschulungsuntersuchungen im Gesundheitsamt. Das ist ein Großeinsatz für die Gesundheitsämter an. Wer soll das denn leisten? Hier, ich bin mal gespannt, was der Minister auf seine Ausführungen dann nachher dazu sagt, wie die Kommunen diesen Aufgaben nachkommen sollen. Auf die kleine Anfrage vom Kollegen Pürsün im letzten Jahr haben Sie bereits berichtet, dass damals schon im letzten Jahr die Gesundheitsämter nicht mehr alle in der Lage waren, die Schuleingangsuntersuchungen vollständig durchzuführen. Und ich habe es im Ausschuss gesagt, Sie haben ein völlig unrealistisches Gesetz hier im Landtag beschlossen. Sie haben Forderungen gestellt. Sie haben aber leider vergessen, die finanziellen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und das ist jetzt dringend notwendig. Immerhin hat der Sozial- und Gesundheitsminister schon erkannt, dass es Änderungsbedarf gibt. Diese Erkenntnis etwas mehr als die des Bundesgesundheitsministers, der den Gesundheitsämtern ja diese unerfüllbaren Aufträge gibt. Seine Aussage ist, dass der ÖGD als Arbeitgeber attraktiv sein muss, um entsprechend qualifiziertes Personal dauerhaft zu binden. Dem können wir gerne zustimmen. Nur folgt in seinem Papier zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes leider überhaupt nichts mehr dazu. Und gerade die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Gesundheitsdienstes stehen bereits seit Herbst 2019 in Tarifauseinandersetzungen mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber. Aber statt jetzt hier Druck aufbauen zu können, das bleibt denen gar nicht für eine bessere Eingruppierung, sind sie aber jeden Tag dabei, die wesentlichen Maßnahmen des Anti-Corona-Managements zu stemmen. Und ich bedanke mich bei Ihnen und den vielen anderen Beschäftigten der Gesundheitsämter, die schon zuvor eine tolle und viel zu wenig beachtete Arbeit geleistet haben und die jetzt verstärkt durch viele weitere Beschäftigte
einen richtig heftigen Job machen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Eigentlich müssten Sie die Landesregierung mit Überlastungsanzeigen überziehen. Aber auch dazu haben die Kolleginnen und Kollegen keine Zeit. Und wissen Sie eigentlich, unter welcher Belastung die Mitarbeiterinnen stehen, physisch wie psychisch? Nein, auch hier wäre es mit Bonuszahlungen und Schulterklopfen nicht getan. Hier müssen die Bedingungen grundlegend verbessert werden. Das erwarten wir und Sie auch von dieser Landesregierung. Gesundheitsämter finden keine Ärztinnen, weil sie als solche nicht bezahlt werden. Personal in diesen Einrichtungen kann nur gehalten werden, wenn die Kolleginnen die Überzeugung haben, dass sie sich nicht krank arbeiten müssen. Probleme mit der finanziellen und personellen Ausstattung, mit der abgehängten Digitalisierung überall im Gesundheitswesen sehen wir das gleiche Problem. Die Herausforderungen haben sich eindeutig erhöht in der Gesundheitspolitik, die Finanzierung durch Landesmittel allerdings nicht. Wenn ich jetzt auf meinen besagten Kreis zurückkomme, er hat bereits 3 Millionen im Haushalt stehen, alleine für die Gesundheitsförderung. Und wo ist das bei den Landeszuwendungen abgebildet? Eine große Herausforderung, die aktuell die Gesundheitsämter zu leisten haben, ist die Kontrolle der Gemeinschaftseinrichtungen, die Versorgung mit Schutzausrüstung und die Entwicklung von Hygienekonzepten. Zu den Altenheimen haben wir vorhin schon gesprochen. Da gibt es auch Empfehlungen vom RKI. Anders sieht es aus mit Flüchtlingsobdachlosenunterkünften oder den sogenannten Arbeiterwohnheimen, die teilweise privat organisiert und der Verwaltung gar nicht bekannt sind. Die Infektionsraten sind dort massiv. So heftig, dass sich sogar die Bundesregierung endlich einmal durchgerungen hat, in der Fleischindustrie Reformen anzukündigen. Aber zynisch empfand ich schon die ganze Zeit die Hinweise auf Abstand halten als Regel und im Gegensatz dazu die Lebenssituation der Menschen in den Unterkünften, die nicht einmal ein eigenes Zimmer haben, sondern Bett an Bett schlafen müssen. Wie sollen Sie Abstand halten bei der Nutzung von Küchen oder eher Kochstellen, von Waschgelegenheiten in Einrichtungen, wo Dutzende Menschen auf engstem Raum leben? Warum wird erst nach einer Infektion dafür gesorgt, dass infizierte Menschen in ein leerstehendes Apartmenthaus ziehen können, dass Obdachlose ein Zimmer in einer Jugendherberge oder einem leerstehenden Hotelzimmer bekommen? Das ist eine zynische Politik, die die Risiken auf diejenigen abwälzt, die sich nicht wehren können. Und auch hier sind die Gesundheitsämter gefragt, in Absprache mit der kommunalen Politik für Lösungen zu sorgen. Dieser Landtag hat den Gesundheitsämtern einen schier unerschöpflichen Arbeitsauftrag gegeben. Er hat aber vergessen, der Exekutive den Auftrag zu geben, dass sie die Voraussetzungen dafür schaffen muss, diese Aufgaben auch auszuführen. Das muss dringend nachgeholt werden. Deshalb brauchen wir im Herbst diesen Jahres eine umfassende Anhörung im Ausschuss, die es ermöglicht, ohne dass ein Gesetzentwurf schon konkret vor sich liegen hat, ein vollständiges Bild von den Aufgaben und Bedingungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu machen. Lediglich eine Evaluation der Landesregierung, deren Ergebnisse nur Eingeweihten zugänglich ist und deren Auftrag einen engen Rahmen vorgibt, ist nicht hilfreich. Ich erwarte Ihre Zustimmung zu diesem Antrag. Schließlich ist das gesamte Gesundheitswesen im Lichte der Corona-Krise auf den Prüfstand zu stellen. Das hat gerade eine sicher uns nicht so verwandte Organisation, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, festgestellt. In ihrer 4. Ad-hoc-Stellungnahme zeigt sie Maßnahmen auf, die zu einem robusteren Gesundheitssystem führen. Ziel muss es nach Meinung der Wissenschaftler sein, ein Gesundheitssystem zu etablieren, das mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im hohen Maße anpassungsfähig ist und in dem öffentlicher Gesundheitsdienst, ambulanter und stationärer Sektor gut zusammenarbeiten. Diese Art Gesundheitssystem konnten die Ausschussmitglieder kurz vor dem Lockdown in Dänemark kennenlernen. Dänemark verfügt über einige richtig gute Voraussetzungen, insbesondere ein weitgehend steuerfinanziertes und fast komplett öffentliches Gesundheitswesen, ohne Private, eine umfassende Planung und Steuerung durch die Zentralregierung und die 5 medizinischen Planungsregionen mit demokratischer Legitimation, eine fortgeschrittene Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Dänemark hat in den vergangenen 10 Jahren eine umfassende Strukturreform im Krankenhaus- und Gesundheitswesen vollzogen und mit einem langen fachlichen und parlamentarischen Beratungsprozess. Ein wesentlicher Bestandteil ist die kommunalisierte Gesundheitsversorgung. Die Gesundheitszentren, auch in kleineren Orten, bieten einen wesentlichen Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung. Und genauso muss hier auch das gesamte Gesundheitswesen nach Corona oder überhaupt auf den Prüfstand. Nicht, weil es in der Krise versagt hat. Nein, es hat es nicht. Die Kolleginnen haben mit großem Einsatz und Engagement dafür gesorgt, dass vor Ort das Notwendige getan wird. Außerdem, und Frau das Böhm, ist wesentlich, bitte zum Schluss. Hat der Staat das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat hier auch, und dieses Heft des Handelns muss weiter in der Hand behalten werden. Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser an der Börse gehandelt werden, dass Private Equity Fonds in Altenheime investieren, weil sie dort 14% Rendite erhalten. Sorgen Sie dafür, dass wir einen gut aufgestellten Gesundheitsdienst haben zum Wohle der Bevölkerung. Danke schön. Danke sehr, Frau Böhm. Herr Dr. Bartelt, ich darf Ihnen für die CDU-Fraktion das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte fehlt es an Personal. Dies wurde in der Corona-Krise besonders deutlich. Die Nachverfolgung von 50 Neuinfektionen in 7 Tagen wäre meist nicht möglich. Gut, dass Hessen so weit darunter liegt. Das ist die Aussage der Vereinigung der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, ÖGD. Bund und Länder haben am 25.03. beschlossen, dass in den Gesundheitsämtern je 20.000 Einwohner ein Team von 5 Personen eingerichtet werden soll. Nach einer Umfrage von WDR und NDR sei dies in 67% der Gesundheitsämter nicht möglich. Zu Beginn der Corona-Krise wurden die Testungen durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen durchgeführt. Es wurde zwischen dem Ministerium und der KV vereinbart. Das hat auch funktioniert. Der KV ist hier zu danken. Die Gesundheitsämter hätten das aber so nicht leisten können. Die Aufgaben des ÖGD sind gestiegen. Als Stichpunkte seien genannt Stärkung der Prävention durch den Bundesgesetzgeber, Untersuchung von Geflüchteten, Veränderung des Infektionsschutzgesetzes, Prostituiertenschutzgesetz, und das alles vor der Corona-Krise. Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte deutschlandweit, etwa 2.000, ist aber nicht gestiegen. Bei den Fachärzten ist es sogar deutlich gesunken. Die Gründe sind offensichtlich. Das Berufsbild der jungen Ärztin und des jungen Arztes sind, kranke Menschen erfolgreich zu behandeln. Manche wollen noch forschen. Die Bezahlung in Kliniken und in Praxen ist deutlich besser. Besonders deutlich ist das bei Fachärzten. Ein Beispiel: Wer an der Klinik nach der Facharztausbildung bleibt, erhält als Grundvergütung 4.500 €. Im ÖGD sind es 1.000 € weniger. Das sind Angaben des Marburger Bundes. Die Gesundheitsministerkonferenz hat dies bereits 2016 deutlich angemahnt. Laufbahnentwicklung und Ansehen in der Gesellschaft sind zudem im ÖGD geringer. Regierung, Regierungsfraktionen hier in Hessen werden ihren Beitrag zur Lösung leisten. Das heißt im Koalitionsvertrag wörtlich: Im Rahmen der Prävention werden wir weitere Projekte mit den Kommunen und den Kostenträgern umsetzen. Wir werden die Koordinierungsfunktion des öffentlichen Gesundheitsdienstes stärken. In der Vergangenheit wurde der ÖGD auch von der Politik zu wenig beachtet. Das ist wahr. Wann richtet sich der Blick auf die Gesundheitsämter? Wann gab es Debatten hier im Hessischen Landtag? Bei Hygienemängeln in Kliniken, bei Mangel an Impfstoffen,
bei Fragen der Rechts- und Fachaufsicht in der Psychiatrie. Wenn die Probleme gelöst waren, verblasste auch wieder das Interesse am ÖGD. Der Mangel an Fachärzten hindert uns auch daran, das Psychisch-Krankenhilfegesetz wirksam und flächendeckend umzusetzen. Mit Hilfe des sozialpsychiatrischen Dienstes der Gesundheitsämter soll die Notfallversorgung und Krisenintervention aufgebaut werden. Die Einweisung in den psychiatrischen Kliniken soll reduziert werden. Und jetzt hat die Corona-Pandemie zugeschlagen. Im Bundesgesetz zweites Corona-Paket wird auch der ÖGD gestärkt. Es erfolgen Zuwendungen an die Kommunen von 50 Millionen Euro. Jedes der 375 Gesundheitsämter in Deutschland erhält 100.000 bis 150.000 Euro. Zusätzlich werden im Robert-Koch-Institut 40 Stellen eingerichtet, die dafür zuständig sind, die Verbindung und Koordination mit den Gesundheitsämtern auszuführen. Bei der Umsetzung bedarf es noch einiger Überzeugungsarbeit bei einigen Beteiligten im Gesundheitswesen. Dies zeigte die Anhörung im Deutschen Bundestag. Positive Stellungnahmen zur Unterstützung des ÖGD gab es seitens der Bundesärztekammer und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Kritisch äußerten sich die kommunalen Spitzenverbände. Sie führten rechtliche Bedenken an. Die müssen natürlich ausgeräumt werden. Eher negativ waren die Stellungnahmen der Kassenärztlichen Vereinigung und der gesetzlichen Krankenkasse. Hier wird die Aufgabe des ÖGD dem Grunde nach infrage gestellt. Und hier muss die Argumentation ansetzen. Der Schutz des Individuums, des kranken Menschen, steht doch in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem Schutz der Bevölkerung insgesamt. Wir unterstützen die Stärkung des ÖGD. Der Bund hat hier richtig gehandelt. Über Beiträge des Landes wird diskutiert. Auf den Koalitionsvertrag habe ich bereits hingewiesen. Staatsminister Klose hat zuletzt auf eine Anfrage der FDP, des geschätzten Kollegen Pürsün, gesagt, dass die Unterschiede im Tarifgefüge hier maßgeblich ausschlaggebend sind und dass es notwendig ist, eine Imagekampagne durchzuführen zur Verbesserung des Ansehens der medizinischen Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Die Organisation der Gesundheitsämter sollten aus meiner Sicht aber eine kommunale Aufgabe bleiben. Die Funktion des Ministeriums als oberste Behörde und des Regierungspräsidiums Darmstadt als obere Behörde ist hiervon natürlich unberührt. Es erschließt sich mir zumindest derzeit nicht, dass ein mögliches Landesgesundheitsamt in Anführungsstrichen den ÖGD operativ stärken würde. Die Interessensvertretung der Ärztinnen und Ärzte im ÖGD fordert zwar eine Stärkung der Landesgesundheitsämter dort, wo es sie denn gibt, sagt aber auch, am dringendsten ist die Stärkung des ÖGD auf kommunaler Ebene. Die Situationsbeschreibung in der Einleitung des Antrages der Linken ist durchaus nachvollziehbar. Die Handlungsvorschläge zielen aber auf eine vollständige Organisation durch das Land ab. Und das ist etwas, was uns zumindest nicht überzeugt. Wir sehen durchaus einen Nachhol- und Handlungsbedarf im ÖGD, aber auf kommunaler Ebene. Und dazu muss das Land dann auch entsprechend Beiträge leisten. Trotz alledem stellen wir fest, dass der ÖGD in Deutschland leistungsfähiger ist als in den meisten anderen EU-Partnerstaaten. Die Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken, Praxen und im ÖGD leisten Herausragendes in der Bewältigung auch der Corona-Krise. Ihnen und den Pflegekräften verdanken wir, dass wir in Deutschland derzeit viel besser dastehen als in den anderen meisten Staaten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Bartelt. Für die Freien Demokraten erteile ich Herrn Pürsün das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Bartelt, der auf unsere Anfrage eingegangen ist, vielen Dank für den Hinweis. Wir werden in unserem Beitrag ein bisschen dezidierter auf die Verantwortung des Landesgesundheitsministers eingehen. Vielen Dank auch an die Linke, die diesen Punkt angemeldet hat und einen Antrag hier eine Initiative ergriffen hat, nachdem wir zum öffentlichen Gesundheitsdienst sowohl letztes Jahr eine Anfrage gestellt hatten als auch einen Antrag im letzten Plenum hatten. Wir haben also auch schon im letzten Plenum darauf hingewiesen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst eine zentrale Rolle hat, eine zentrale Rolle zur Bekämpfung der Pandemie. Die Gesundheitsämter haben zu wenig Ärzte, zu wenig Personal, und die Tätigkeit ist für junge Ärzte häufig wenig attraktiv. Im Vergleich zu medizinischen Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind die Stellen zu schlecht bezahlt. Das ist von einigen Kollegen auch noch einmal angesprochen worden, ist auch in der Anfrage, die wir gestellt hatten, dann rausgekommen. Die Bereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind häufig nicht digitalisiert, und kaum ein Student heute weiß noch, wie man einen Fax verschickt. Wir haben in unserem Antrag gefordert, den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken. Dazu haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Von dem Einsatz digitaler Anwendungen hin zu mehr personellen Ressourcen. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, wie die Beteiligten einbezogen werden können. Wie signifikant wichtig der ÖGD ist, wird gerade jetzt noch einmal deutlich. Die Gesundheitsämter sollen die Infektionsketten nachverfolgen, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen plötzlich durch die Decke schießt, so wie gerade in Frankfurt geschehen. Wie soll das bei einem schlecht ausgestatteten öffentlichen Gesundheitsdienst gut und verlässlich funktionieren können? Wie soll ein schlecht ausgestatteter öffentlicher Gesundheitsdienst parallel noch den Bürgerinnen und Bürgern unter erschwerten Bedingungen Sprechstunden anbieten können? Hessinnen und Hessen berichten von schwer erreichbaren Gesundheitsämtern, von unzureichender Unterstützung in der Not. Viele fühlen sich nicht ernst genommen, erhalten keinen Rückruf, geschweige denn die versprochenen Kontrollanrufe. Wir waren uns im Ausschuss auch scheinbar alle einig, dass wir den ÖGD stärken müssen. Trotzdem haben die werten Kollegen der Regierungsfraktion den Antrag abgelehnt. Schade, dass sie nicht erkannt haben, dass nicht der Zeitpunkt für parteipolitische Spiele ist, sondern es um die Sache geht. Anders lässt sich nicht erklären, wie Sie die Stärkung des ÖGD ablehnen können, werte Kolleginnen und Kollegen von Grünen und CDU. Wenn Sie denn dann wenigstens etwas zur Verbesserung der Situation in den Gesundheitsämtern beitragen würden. Aber da kommt ja nichts. Ich sprach eben schon meine Heimatstadt Frankfurt an. Dort haben sich rund um einen Gottesdienst über 100 Menschen infiziert, die nun alle betreut werden müssen und deren Infektionsketten nachzuverfolgen sind. Frankfurt hat aber in der vergangenen Woche noch wegen etwas anderem Schlagzeilen gemacht. In einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen haben sich mehr als 70 Personen infiziert. Das war absehbar. Wie sollen die Menschen sich dort aus dem Weg gehen? Wie sollen sie eine ordentliche Quarantäne einhalten? Wie sollen sie Abstand wahren? Wir fordern, dass solche Gemeinschaftsunterkünfte entzerrt werden. Es gibt aktuell zahlreiche alternative Unterbringungsmöglichkeiten, die den Menschen mehr Raum bieten. Wir fordern zudem flächendeckende Massentestung. Das haben wir heute Morgen diskutiert, aber auch leider gibt es da keine Fortschritte hier im Lande Hessen. Der überwiegende Großteil der Infizierten aus dieser Unterkunft war symptomfrei. Herr Frömmrich, vielleicht zuhören und dann verstehen, worum es geht. Was meinen Sie, wie viele solcher unerkannten Infektionsherde es noch gibt, Herr Frömmrich? Wir müssen, der Herr Frömmrich, der weiß irgendwie eigentlich gar nichts. Wir müssen auch die Testung erhöhen.
und das Infektionsgeschehen im Blick behalten. Was ist aber die Konsequenz in Frankfurt aus dieser hohen Zahl an Neuinfizierten? Eine Ausweitung von Massentests? Keineswegs. Eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes? Weit gefehlt. Dem Problem wird mit der Maskenpflicht begegnet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nun zu dem heute vorliegenden Antrag. Werte Kollegin Böhm, Sie hatten ja schon angekündigt, mit unserem Antrag nicht ganz einverstanden zu sein. Das macht nichts. So können wir noch einmal zu dem Thema sprechen. Herzlichen Dank für die erneute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Da sind wir uns eigentlich alle einig. Wir sind ebenso nicht gänzlich einverstanden mit Ihrem Antrag, werden ihn aber nicht ablehnen. So sind wir, genau. Wir sind uns nämlich sehr bewusst, dass es hier um die Sache gehen muss. Das Ziel ist klar. Nur schlagen wir einen anderen Weg vor. Während die Landesregierung im Übrigen einfach stehen bleibt und ratlos auf die Weggabelung schaut, ja, man sieht es da, ich sehe es zumindest. Im letzten Plenum sagte ich, dass wir das Ziel nur gemeinsam erreichen werden. Das Ziel eines gut ausgestatteten, modernen öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das Ziel einer lückenlosen Nachverfolgung. Das Ziel einer ordentlichen Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern, die die Gesundheitsämter nicht wegen Corona aufsuchen. Ich sagte auch, dass das Land in der Verantwortung sei für den öffentlichen Gesundheitsdienst und dieser gerecht werden müsse. Zwischen dem letzten Plenum und heute ist nichts passiert, vorher auch nichts. Während die Bürgerinnen und Bürger sich an die Verordnung halten, um ihre Existenzen bangen und alles Mögliche unternehmen bzw. eben nicht unternehmen können, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, passiert hier leider nichts. Bei einem gut ausgestatteten öffentlichen Gesundheitsdienst ließen sich Infektionsketten zügig unterbrechen. Das Virus ließe sich in den Griff bekommen mit milderen Mitteln als weitreichenden Schließungen über einen langen Zeitraum. Und dass uns eine zweite und dritte Welle ereilt, ist ziemlich sicher. Da wäre es durchaus sinnvoll, sogar notwendig, dass der öffentliche Gesundheitsdienst besser aufgestellt ist, dass der ÖGD zielgerichtet und fokussiert eingreifen kann, dass der ÖGD trotzdem in der Lage ist, Sprechstunden anzubieten, und das alles ohne seine Mitarbeiter an die Grenzen des Zumutbaren und noch darüber hinaus zu treiben. Werte Kolleginnen und Kollegen von GRÜNEN und CDU, werden Sie aktiv und sehen Sie endlich ein, dass es zahlreiche Vorschläge gibt, wie der ÖGD gestärkt werden kann. Gestehen Sie sich ein, dass etwas passieren muss. Nicht nur langfristig, auch jetzt ganz akut. Herr Staatsminister Klose, in der Ausschusssitzung im April haben Sie gesagt, Sie wüssten gar nicht, wie es in den hessischen Gesundheitsämtern aussieht. Den Überblick, den man für die Pandemiebekämpfung braucht, haben Sie sich nicht verschafft. Es gibt Versäumnisse und Handlungsbedarf, und der liegt bei der Landesregierung. Der ÖGD ist kommunalisiert, aber er ist in der Landesverantwortung. Herr Staatsminister Klose, Sie haben es versäumt, zwischen den Landkreisen zu koordinieren und ihrer landesweiten Verantwortung für den Gesundheitsschutz gerecht zu werden. Springen Sie über Ihren Schatten und packen Sie es endlich an. Das sind Sie den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Als Nächsten erteile ich das Wort Kollegin Richter von der AfD, der sich schon einmal auf die Reise macht. Das sage ich doch. Herr Richter, Sie haben jetzt auf einem sehr hochgestellten Pult das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der gestrigen Debatte zur Unterstützung und Entlastung für Familien in Hessen wurde vonseiten der Regierung immer wieder betont, wie wichtig für Sie das Gespräch und eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen ist. Das wäre wahrhaftig wünschenswert und entspräche dann auch dem Idealbild unserer Partei. Allerdings zeigt sich am Beispiel der Personalausstattung unserer Gesundheitsämter, dass die Kommunikation zwischen Land und Kommunen in der Realität eher mangelhaft ist. Die LINKEN fordern in ihrem Antrag, dass Gesundheitsämter ausreichend Personal für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Infizierten zur Verfügung gestellt bekommen. In welcher problematischen Situation sich die Kreise und die kreisfreien Städte derzeit befinden, zeigt sich
anhand einiger Aussagen der Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der ärztlichen Amtsleitung der hessischen Gesundheitsämter, Frau Dr. Birgit Wollenberg. Nach Aussagen von Frau Dr. Wollenberg haben Ämter aktuell Personal aus vielen ihrer Arbeitsbereiche abgezogen. Unter anderem wurden die Bereiche Trinkwasserüberwachung, sozialpsychiatrischer Dienst sowie Kinder- und Jugendgesundheit aufgezählt. Frau Dr. Wollenberg geht mit ihren Aussagen sogar noch weiter und sagt, dass das Personal aus diesen Bereichen fast vollständig zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt wurde und eingesetzt wird. Die Folgen dieser personellen Konsequenzen lassen sich erahnen, wenn man sich die Aufgabengebiete und Zuständigkeiten der Gesundheitsämter näher anschaut. Beim sozialpsychiatrischen Dienst reden wir über den Ansprechpartner für Menschen mit zum Beispiel seelischen Erkrankungen und Suchterkrankungen, der seine Beratungstätigkeit in Form von Hausbesuchen oder im Amt selbst durchführt. Hinzu kommen noch Vermittlungen in Wohnheime, die Nachsorge von Menschen, die aus einer stationären psychiatrischen Versorgung kommen und die Abklärung weitergehender Unterstützung im Rahmen von Hilfeplanverfahren für die Betroffenen. Wir als Alternative für Deutschland wissen nicht, ob die Landesregierung der Meinung ist, dass psychische Erkrankungen in Zeiten von Corona nicht existieren oder eher ein kleines und zu vernachlässigendes Problem darstellen. Vielleicht bekommen wir darauf, Herr Minister, nachher ja noch eine Antwort. Von uns sei dazu gesagt, dass es inzwischen ausreichend Studien darüber gibt, dass viele Menschen unter der sozialen Isolation leiden und sich Symptome bei Erkrankten verstärken. Das scheint aber keine sonderlich große Bedeutung für unsere Regierung zu haben. Genauso dramatisch sieht es beim Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit aus. Eine der Aufgaben ist die Elternberatung für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen sowie diverse weitere Beratungsangebote rund um das Thema Gesundheit. Auch dieser Bereich wurde wohl nicht unerheblich vernachlässigt. Mit viel gutem Willen könnten wir nun unterstellen, dass Sie die Corona-Krise überrascht hat, Sie nicht vorbereitet waren und nicht innerhalb weniger Tage alle mit der Corona-Krise verbundenen Problemstellungen angehen konnten. Mit sehr viel gutem Willen kann man das tun. Der Punkt ist aber, wir reden hier nicht von wenigen Tagen, wir reden hier von 3 Monaten. 3 Monate, in denen das Hessische Ministerium mit den Ebenen, die die geforderten Maßnahmen umsetzen müssen, Kontakt hätten aufnehmen können, um zu klären, welcher Bedarf vor Ort im praktischen Alltag besteht. Inzwischen haben wir fast Juni, und es wird auf der einen Seite gefordert, einen runden Tisch einzuführen. Und im heutigen Antrag wird eine Anhörung im Herbst, macht ein ganz großes Ausrufezeichen dahinter, im Herbst gefordert. Die personellen Defizite inklusive der damit verbundenen Folgen sollen somit bis zum Herbst weiter hingenommen werden. Das, meine Damen und Herren, ist wahrhaftig viel zu spät. An dieser Stelle sei uns die Frage gestattet, welche Ergebnisse die Organisationseinheit für die Akquise von Unterstützungskräften für die Gesundheitsämter des hessischen Corona-Krisenstabes vorzuweisen hat. Nach dem, was uns bekannt geworden ist, ist es alles andere als berauschend. Es muss zeitnah eine Anhörung stattfinden, bei der selbstverständlich auch die Fachaufsicht über die hessischen Gesundheitsämter vom RP Darmstadt sowie des hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamtes im Gesundheitswesen angehört werden müssen. Dadurch ließe sich auch die Frage klären, wie viel Personal langfristig von den Gesundheitsämtern benötigt wird und wie hoch die dafür benötigten finanziellen Mittel sind. Die Arbeitsbelastung der Gesundheitsämter stieg in den vergangenen Jahren ganz erheblich, zuletzt erst auch durch das neue Prostituiertenschutzgesetz. Mehr Arbeit bedeutet aber auch mehr Personalbedarf. Und es gab bislang keine Bestrebungen von Ihnen, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Wir unterstützen die Forderungen der LINKEN, den aktuellen Personalbedarf in Zeiten der Corona-Krise sowie den langfristigen Bedarf in enger Absprache mit den Gesundheitsämtern zu ermitteln und diese entsprechend finanziell auszustatten. Zum Abschluss noch etwas zur Forderungen nach der Ausstattung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Eine
Versorgungssicherheit kann es gerade in solchen Zeiten nur geben, wenn mindestens im europäischen Raum, besser noch in Deutschland selbst, produziert wird. Welche Konsequenzen die Verlagerung aufgrund verhandelter Rabattverträge auch von Medikamenten ins nicht-europäische Ausland hat, sehen wir nicht erst in der aktuellen Krise. Gerade im vergangenen Jahr häuften sich die Meldungen über nicht erhältliche medizinische Produkte wie Antibiotika und Blutdruckmedikamente. Die Liste der Medikamente, die nur nach langer Wartezeit oder gar nicht erhältlich sind, steigt stetig, und so ist das auch bei Schutzmitteln, die weltweit gebraucht werden. Vielleicht nutzen Bundes- und Landesregierungen die derzeitige Corona-Krise, um sich darüber Gedanken zu machen, welchen Wert die Gesundheit unserer Bevölkerung hat. An der falschen Stelle gespart, so wie in der Vergangenheit, kommen wir keinen Schritt weiter. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter.